Ja, ich freue mich, dass ich heute das Projekt Briefkasten vorstellen kann. Bevor ich mit meiner Präsentation beginne, möchte ich erst einmal ein paar Worte zu mir sagen. Also mein Name ist Ulrike Hau, ich komme aus Köln, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und ich habe viele Jahre lang in internationalen Konzernen in Europa und Südamerika gearbeitet. Und vor zwei Jahren habe ich mich entschieden, aktivistisch tätig zu werden und habe Widerstand steigt auf gegründet. Ich werde, bevor ich jetzt mit der Präsentation, beziehungsweise ich werde im ersten Teil, werde ich erstmal Widerstand steigt auf vorstellen. Damit Sie wissen, wer ist überhaupt Widerstand steigt auf, was machen wir. Und im zweiten Teil komme ich dann auf das Projekt Briefkasten zu sprechen. Ja, Widerstand steigt auf wurde am 1. Januar 2017 gegründet und die Idee war es, jeden Sonntag schwarze Luftballons aufsteigen zu lassen. An die Luftballons konnten Botschaften gehängt werden, man konnte seine Meinung darauf schreiben. Die Idee, die dahinter steckte, war, ich habe festgestellt, viele Menschen trauen sich nicht mehr, ihre Meinung frei zu äußern. Und sie trauen sich auch nicht mehr auf Kundgebungen zu gehen, weil es einfach zu gefährlich ist. Ja, und das Ziel war es auch, das Interesse der Leute zu wecken, sie zum Nachdenken und auch zum Handeln anzuregen. Also mein Ziel war es einfach, die Leute auf die Straße zu bringen. Ja, von der Positionierung her in der Mitte. Der Name setzt sich aus zwei Wörtern zusammen, Widerstand und Aufsteigen. Das Aufsteigen bezieht sich auf die schwarzen Luftballons und unter Widerstand verstehen wir ein Gegengewicht, welches notwendig ist, um ein Gleichgewicht herzustellen. Ja, und wir bekamen dann Bilder zugeschickt. Die Ballons wurden an Parkbänke gehängt, an Brücken. Man sieht auch dort, wurden Botschaften an die Ballons gehängt. Ja, und so nach 6 bis 8 Wochen habe ich festgestellt, der Funke springt nicht über und ich habe die Sache neu ausgerichtet. Die Aktionen waren nicht mehr individuell, sondern fanden in der Gruppe statt. Die Aktionen, ja, für uns ist wichtig, dass sie kreativ sind. Wir unterstützen Aktionen von 1%, wie zum Beispiel die Wahlbeobachtung. Unsere Luftballons werden immer noch in die Aktionen eingebaut und wir zeigen Gesicht. Das war unsere erste gemeinsame Aktion in der Gruppe. Wir haben vor 2 Jahren Ostersonntag auf der Domplatte gestanden mit einem 2,50 Meter hohen Strauch, an dem 200 Ostereier hingen, also schwarze Ostereier. Wir hatten auch die schwarzen Luftballons und auf den Luftballons und Ostereier hatten wir Kreuze. Und wir haben den Opfern der Anschläge gedacht. Ja, kurze Zeit später, Ende April 2017, fand der Bundesparteitag der AfD statt. Und da gab es ja diese Aktion von den Wirten, kein Kölsch für Nazis. Und dann haben wir gesagt, wir machen eine Gegenaktion, Wasser für alle statt Kölsch für manche. Die Themenschwerpunkte bei uns sind Meinungsfreiheit, sichere Grenzen, deutsche Werte und Kultur und die Wahlbeobachtung. Ja, Meinungsfreiheit. Wir haben im Hinblick auf dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz, welches verabschiedet wurde, haben wir Figurengruppen Augen, Mund und Ohren zugebunden und haben dann Schilder hingehängt. Hier zum Beispiel Maß macht blind, taub, stumm, Maß macht dumm. Ja, wir standen auch in Essen vor dem Löschzentrum und mit unseren Bannern, hier arbeitet die Facebook-Stasi, Meinungsfreiheit maßgeblich ausgelöscht, Maß macht mobil bei Twitter, Facebook und News steht da, ja. Ja, sichere Grenzen. Wir haben nach Anschlägen, haben wir an Straßen und Brücken gebannert. Auf den Bannern stand sichere Grenzen für unsere Familie, für unsere Werte, für unsere Zukunft, für unsere Kinder. Anfänglich haben wir mit dem Logo von 1% gebannert. Später mit unserem Logo Vista heißt Widerstand steigt auf. Ja, hier ist ein Beispiel. In Mönchengladbach hatten wir ein Banner hingehängt und sichere Grenzen für unsere Freiheit. Ja, deutsche Werte ist ein weiterer Schwerpunkt.
Ziel ist es, unsere Kultur und Werte wieder in das Bewusstsein der Menschen zu rücken. Sie sollen stolz auf ihre Kultur sein. Und Ursprung war halt eben die Aussage von der SPD-Integrationsbeauftragten Aydan Özsugus, dass es keine deutsche Kultur gäbe. Und wir haben Geldscheine entwickelt, auf denen wir bedeutende Bauten, Persönlichkeiten und Landschaften abgebildet haben. Was war ein zweiter, ja. So sehen die Geldscheine aus. Kölner Dom, die Königin Luise, die Zugspitze und auf der Rückseite ist ja das Motiv immer gleich. Ja, und die Geldscheine haben wir abgeworfen an Universitäten. Wir waren hier in Bonn an der Philosophischen Fakultät, in Aachen an der Technischen Hochschule, in Düsseldorf. Und dieses Abwerfen symbolisiert gleichzeitig, wie unsere Politiker mit unseren Werten umgehen. Sonstige Aktionen, wir standen in Köln vor der Uni, dort fand die Diversity-Woche statt und wir haben Albertus Magnus eine Burka oder einen Sack übergestülpt und haben dort ein Schild hingehängt, Islamic Diversity. Ja, letztes Jahr wurde dann Tommy Robinson vor dem Gerichtsgebäude in England verhaftet. Er wollte über einen Kinderschänderprozess berichten. Und wir haben uns dann auch für Tommy Robinson eingesetzt. Und hier hatten wir das Ganze auch dann im englischen Stil gehalten, Free Tommy. Und ja, mit Fahne vor einem Schloss. Ja, eine unserer letzten Aktionen. Eine unserer letzten Aktionen war Free oder Billy Six. Und wir hatten in Bonn einen Infostand, oder Mahnbach Infostand. Wir hatten dann auch Buttons angefertigt, insgesamt 1000 Stück. Davon haben wir 250 an die Abgeordneten des Bundestages geschickt. 400 Buttons gingen an den Landtag Brandenburg, Berlin auch und der Rest an Privatpersonen. Und ja, diese Buttons, die dann an den Bundestag oder an die Abgeordneten des Bundestages geschickt wurden, da gab es dann noch ein Begleitschreiben dazu. Wir hatten gemeinsam mit der Vereinigung der freien Medien einen offenen Brief an die Abgeordneten des Bundestages geschickt, mit der Bitte, dass sie sich um Billy Six einsetzen. Ja, und sie sollten dann die Abgeordneten uns dann auch Bilder mit den Buttons zurückschicken. Und man sieht, ja, es hat da nur die AfD mitgemacht. Ja. Ja, wir machen auch Aktionen mit anderen Organisationen. Einmal 1%, hatte ich eben schon erwähnt, die Wahlbeobachtung. Ich denke, das ist auch sehr wichtig, denn gerade bei den Wahlen können auch viele Stimmen verloren gehen. Und wir waren 2017 dann auch in dem Briefwahlzentrum in Köln. Und ich denke, da werden wir dieses Jahr auch wieder hingehen. Ja, so sehen die Flyer von 1% aus. Die haben wir dann verteilt. Das da ist, glaube ich, in Mohndorf war das. Hintergrund ist auch ein AfD-Stand. Wir haben häufig also unsere Flyer dann auch in der Nähe von den AfD-Ständen verteilt. Wir haben natürlich mal vorher gefragt, ob das auch in Ordnung ist. Das hier ist eine Aktion mit 120 Dezibel. Das war auf der Domplatte in Köln. Ja. Und 120 Dezibel setzt sich ja gegen die Gewalt an Frauen ein. Eine Kundgebung in Gelsenkirchen, die wurde von Mütter gegen Gewalt ausgerichtet und da sieht man auch unser Banner, wieder sichere Grenzen für unsere Familien. Ja, dann hatten wir auch bei der Kampagne Migrationspakt stoppen mitgemacht. Wir hatten 6 Infostände, mehrere Kundgebungen, Luftballonaktionen, wir haben in Fußgängerzonen geflyert. Ja, hier sieht man einen Infostand in Köln. Hier haben wir geflyert. An einer Kundgebung haben wir teilgenommen in Düsseldorf. Und wir haben 200 Luftballons steigen lassen. Und an den Luftballons hingen dann so kleine Kärtchen, Migrationspakt stoppen oder stopp den Pakt. Wir machen Ausflüge und Veranstaltungen,
Hambacher Fest letztes Jahr und da hatten wir auch einen Ausflug zu den Externstein. So, jetzt komme ich zu dem zweiten Teil, zu dem Briefkasten, Projekt Briefkasten. Kannst eins weitermachen? Ja. Ja, die Idee ist es, ausgewählte Artikel aus den freien Medien auf Flugblättern zu drucken und diese dann in Briefkästen, Straßenbahnen und in Fußgängerzonen zu verteilen. Das Ziel ist es, die freien Medien bekannt zu machen und ein Gegengewicht zu den staatlich gelenkten Medien zu schaffen. Wir möchten bei den Bürgern eine Meinungsänderung herbeiführen und somit auch den Politikwechsel schaffen. Und wir möchten die Meinungsfreiheit verteidigen. Ja, warum dieses Projekt? Ja, unsere Medienlandschaft wird halt eben durch Linke und Grüne geprägt. 60% der Leute lesen die Tageszeitung, 80% schauen fern. Ja, und diese Bereiche werden halt eben ja, durch Linke und Grüne hauptsächlich geprägt. Es finden mediale Rufmordkampagnen gegenüber Kritikern und Andersdenkenden statt. Bestimmte Inhalte werden verschwiegen und ja, Diffamierungen eingetrichtert wie Rechtspopulist, Hetzer, Rassist, Nazi. Ja, es gibt verschiedene Nutzertypen. Einmal haben wir den Internettyp und diesen klassischen Typ. Der klassische Typ, der schaut hauptsächlich fern, liest gedruckte Inhalte. Und dieser Bereich wird halt eben durch Linke und ja, Grüne geprägt. Die AfD ist im oberen Teil sehr stark, im Top-Internet, also bei der Top-Internet-Nutzer. Wir möchten jetzt gerne, ich brauche mal, in diesen Bereich hier eindringen. Ja, den Seminutzer, wie erreichen wir ihn? Also durch Navi-Codes. Hier sehen wir jetzt eine Aktivistin mit einem Schild und dort stehen halt eben die Links zu den freien Medien, wie Achgut.com, Tischis Einblick, Politikversagen.net und ja, diese Aktivistin läuft mit diesem Schild durch die Fußgängerzone und verteilt Flugblätter. Ja, den klassischen Nutzer, der gerne liest, den erreichen wir durch die Flugblätter, die wir drucken. Links haben wir ein Flugblatt von YouWatch, also Journalistenwatch. Rechts ist ein Artikel aus Philosophia Perennis, den haben wir jetzt selbst im Hinblick auch auf den Wahlkampf geschrieben. Das Thema ist Euro. Wir haben uns noch zwei weitere Themen herausgepickt. Da müssen noch die Flugblätter geschrieben werden. Das eine Thema ist Migration und das dritte Thema Diesel. Ja, wie kommen die Flyer-Verteiler an unsere Flyer ran? Wir haben ja keine Struktur, wie die AfD sie hat. Wir haben keine Geschäftsstellen. Deswegen haben wir als erstes einen E-Mail-Account eingerichtet, wo die Leute die Flugblätter anfragen können und wir schicken die Flugblätter auch zu. Dann gibt es eine Download-Option, einmal auf VK und auf Telegram. Wir bieten dort PDF-Dateien an, die können runtergeladen werden und jeder kann die sich zu Hause dann ausdrucken und verteilen. Ja, und wir machen Werbung über Philosophia Perennis und auch über andere freie Medien und über unsere Social-Media-Accounts, Twitter, VK, Telegram. Wir haben auch Infostände, dort verteilen wir auch Infoflyer für Flyer-Verteiler. So sieht jetzt unsere, ja, die Website aus, die VK-Website. Dort kann man sich halt eben diese PDF-Datei runterladen. Rechts ist die, ja, Telegram-Datei. Wir verteilen die Flugblätter in Straßenbahnen, an Park-and-Ride-Parkplätzen. Wir verteilen sie in Fußgängerzonen oder auf Plätzen. Ja, hier an der Uni in Bonn, da stecken wir dann die Flyer in den Briefkasten oder dort in diese Prospektständer. Was für Material haben wir oder was bieten wir an? Wir haben eine Postkarte jetzt entworfen.
Die Postkarte soll die ja, Leute zu den freien Medien lenken. Viele kennen die freien Medien ja gar nicht, weil sie ja ihre Tageszeitung lesen, weil sie Fernsehen schauen. Und wir haben diese Postkarte, werfen wir in Briefkästen ein. Und uns war es wichtig, dass die Post oder diese Postkarte sich von den üblichen Flyern abhebt, damit sie nicht direkt weggeworfen wird. Ja, das ist jetzt das weiteres Material. Flugplatte hatte ich eben schon drüber berichtet. Das ist jetzt der Infoflyer für die Flyerverteiler. Dort steht dann alles Wichtiges, die wichtigen Dinge drauf. Ja, dann haben wir auch noch Flyer, wo wir die Autoren vorstellen. Hier zum Beispiel David Berger. Wir sind auch noch dabei, jetzt die anderen Werbeflyer zu entwerfen und zu drucken. Und dann haben wir auch noch so kleine Visitenkarten. Ja, wir verteilen unser Material an Infoständen. Hier ist ein Infostand in Köln. Dort rechts sieht man auch, wie so ein Infotisch aussieht. Wir haben unsere Flugblätter da, die Bücher. Das ist jetzt auch ein älteres Bild. Da sieht man, da haben wir uns auch noch für Free Billy eingesetzt. Ja, und der nächste Infostand ist am Samstag in Düren. Und ja, da können Sie sich selbst auch mal ein Bild verschaffen. Also wir würden uns sehr freuen, wenn Sie zu unserem Infostand kommen würden. David Berger ist auch da. Ja, und man sieht, wir haben dann ab nach den Osterferien wechseln wir auch das Thema. Bisher hatten wir immer das Thema freie Medien. Und nach den Osterferien heißt das Thema Zukunft Europa. Das ist auch schon im Hinblick auf den Wahlkampf oder auf die heiße oder auf die Endphase. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Early morning when I was timing to the bus.